Willkommen beim Report. Die vierte Welle und die Folgen. Gesundheitsminister Mückstein live im Studio. Herbst der Entscheidungen für Türkis-Grün. Und Heinz-Christian Straches Urteil mit Folgen. Der Sommer ist vorbei, die Politik wieder da und somit auch wir vom Report. Guten Abend, schön, dass Sie mit dabei sind. Wir wollen heute nachfragen, was erwartet uns diesen Herbst an politischen Entscheidungen? Und damit stellt sich gleich zu Beginn die wohl dringlichste Frage. Welche Corona-Maßnahmen erwarten uns angesichts immer mehr Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen? Darüber berät die Regierung ja morgen Vormittag mit den Landeshauptleuten. Wir wollen aber schon heute von unserem Live-Gast Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein wissen, welche Maßnahmen kommen, wann und vor allem für wen. Darüber sprechen wir gleich. Zunächst aber zeigen uns Ilma Sgülüm, Sophie-Christine Hausberger und Nicole Campel, warum sich immer weniger Menschen impfen lassen und immer mehr Infizierte ins Krankenhaus müssen. Reumannplatz in Wien Favoriten gestern früh. Hier versucht man, jene zu erreichen, die bisher nicht wollten. Ohne Termin und ohne lange Wartezeit kann man sich hier gegen Corona impfen lassen. Weil wir bieten okay. BioNTech, Pfizer und Janssen bei uns. Pfizer. Ja. Sie brauchen nur so einen Fragebogen ausfüllen. Der Andrang hält sich allerdings in Grenzen. Knapp 600 Menschen wurden hier in einer Woche geimpft. Ich wollte mich nicht impfen, aber jetzt habe ich alles anders überlegt. Und warum wollten Sie nicht? Weiß nicht. Wollte nicht. Hatten Sie Bedenken? Nein, überhaupt nicht. Einfach Faulheit, glaube ich. Ich wollte einfach mal abwarten und schauen, wie sich das alles entwickelt und nicht gleich einer der Ersten sein. Aufklärung und Information, auch in Muttersprache, überzeugen dann doch einige. Denn die Impfung schützt, wie die aktuelle 7-Tages-Inzidenz zeigt. Bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren liegt sie bei Geimpften bei 33 und bei den nicht- oder nur Teilgeimpften bei 332. In der Altersgruppe 18 bis 59 bei 57 zu 285. Bei den ab 60-Jährigen bei 31 zu 124. Insgesamt sind noch nicht einmal 60% der Bevölkerung vollständig immunisiert. Die Universität Wien befragt seit Anfang der Krise die Bevölkerung zu Corona und zur Impfbereitschaft. Um jene zu erreichen, die sich bisher noch nicht impfen wollten, gelte es, drei psychologische Hürden zu überwinden. Besonders deutlich ist der Unterschied in Hinsicht auf wie sicher man die Impfung einschätzt, worin der Nutzen besteht, also kann ich mich selber damit schützen, kann ich andere schützen, das ist teilweise unklar und auch wie informiert man sich fühlt. Viele haben Angst vor Nebenwirkungen. Für den Mikrobiologen Michael Wagner nicht ganz verständlich. Das Risiko etwa einer Herzmuskelentzündung sei durch eine Covid-Infektion viel größer als nach einer Impfung. Jeder, der sich nicht impft, wird sich infizieren. Also nehme ich doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann diese Nebenwirkung habe. Dann nehme ich doch das lieber beim Impfen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als bei der Infektion mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit. Also ich kann die Logik, auch die Angst da überhaupt nicht nachvollziehen. Manche warnen sogar vor Kinderimpfungen, die es noch gar nicht gibt. In Telegram-Gruppen organisieren sich neben Impfskeptischen auch die, die ihre Kinder von der Schule abgemeldet haben. Gründe müssen bei der Abmeldung keine genannt werden. Oft spielen Corona-Maßnahmen mit. Auch Waltraud Steiner unterrichtet ihre Tochter jetzt zu Hause. Dort könne sie sich besser konzentrieren, sagt die Wienerin. So habe die 13-Jährige während des Distance-Learnings plötzlich zu dichten und zu komponieren begonnen. War sehr erstaunt und irgendwann kam auch der Wunsch von meinem Kind, dass das in der Schule, das taugt ja nicht so wirklich. Und als Mutter oder ich denke mal generell als Elternteil möchte man auch, dass sein Kind sich wohlfühlt. Und deshalb bin ich dann diesem Wunsch nachgekommen, habe nachgefragt. Von rund 700.000 Schülerinnen und Schülern waren bis Freitag in ganz Österreich rund 5.600 abgemeldet. Das sind 0,8%. Endgültige Zahlen gibt es aus Ostösterreich. In Wien waren es 870, im Burgenland 285 und in Niederösterreich 1640. Bei unserer Recherche nach Betroffenen wird uns auch dieser Patezettel geschickt. Ein Jugendlicher, der im Juli gestorben ist, drei Wochen nach der Impfung.
Die Obduktion hat keinen Zusammenhang ergeben. Trotzdem wird das Gegenteil behauptet. Für die Autorin Ingrid Brodnik ein klassisches Beispiel. In der Corona-Debatte fällt mir auf, dass Kinder stark instrumentalisiert werden. Das hat begonnen mit zum Beispiel, Masken würden angeblich Kinder umbringen. Jetzt sind wir bei der Impfung, die angeblich Kinder gefährdet. Achtung, da ist sehr vieles falsch, aber dieses Angstschüren mit Kindern funktioniert deshalb, weil Falschmeldungen funktionieren, wenn sie emotionalisieren. Das heißt, wenn Leute aufgeregt sind, erzählen sie es eher weiter, hinterfragen es vielleicht auch weniger. Zurück am Reumannplatz. Unmittelbar neben dem Impfcontainer steht jener für Tests. Dort ist die Schlange deutlich länger. Auch ein niederschwelliges Impfangebot überzeugt hier so manche nicht. Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, vor meiner Gesundheit. Wieso soll ich meinen Körper schaden mit irgendeiner Impfung? Das ist jetzt die dritte. Normalerweise für einen Impfstoff, da brauchst du richtig also eine längere Zeit, mal zu sehen, ob das überhaupt okay ist. Impfmythen halten sich hartnäckig. Die Biotechnologin Silvia Kerschbaum-Gruber ist auf ihrem privaten Instagram-Kanal um Aufklärung bemüht. Zum Beispiel, wenn es um angebliche Unfruchtbarkeit geht. Das hält sich wahnsinnig gut. Das war von Beginn einer der ganz großen Impfmythen. Und ist tatsächlich gar nicht neu, denn dieselbe Geschichte gab es schon im Zusammenhang mit den HPV-Impfungen. Und das ist auch ein ganz klassisches Beispiel für wie Impfmythen funktionieren. Die sprechen eine Urangst an, das Bedürfnis nach Familiengründung. Kinderkriegen ist ein Grundbedürfnis für ganz, ganz viele Menschen. Und sobald diese Grundbedürfnisse und Urängste angesprochen und instrumentalisiert werden, ist es wahnsinnig schwer, hier zu den Menschen noch durchzukommen, ganz egal, wie gut die Daten und die Fakten zu dem Thema auch sind. Die 33-Jährige plädiert für eine verständliche Aufarbeitung von wissenschaftlichen Fakten. Genau das versucht sie auf ihrem Kanal. Hier soll auf Augenhöhe auch mit Skeptikern kommuniziert werden. Wer sind die rund 40% der Gesamtbevölkerung, die noch immer nicht vollständig geimpft sind? Besonders interessant finden wir, dass vor allem Gruppen, die eher politikfern sind, also Nichtwähler, Nichtwahlberechtigte, besonders häufig noch zögerlich, unentschlossen sind. Bei den Leuten, die auch wählen, gibt es auch Unterschiede. Da ist es vor allem so, dass FPÖ-Wählerinnen besonders häufig die Impfung auch wirklich ablehnen. Also die sich auch entschlossen haben, nicht nur zögerlich sind, sondern wirklich auch die Impfung ablehnen. Was ein politischer Schulterschluss bewirken kann, zeigt Dänemark. Alle Parteien sind für die Impfung. Knapp 83% der über 12-Jährigen sind mittlerweile voll immunisiert. Schon diesen Freitag werden die letzten Corona-Beschränkungen aufgehoben. Auch der grüne Pass. In der Gastronomie ist er bereits Geschichte. Ich bin froh, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Er war sinnvoll, aber es war an der Zeit, ihn wieder loszuwerden. Die Epidemie sei unter Kontrolle, teilt der Gesundheitsminister auf seiner offiziellen Seite mit. Wegen der hohen Impfquote brauche es keine Beschränkungen mehr. Und das, obwohl die Zahl der Hospitalisierungen steigt und sich immer mehr Kinder infizieren. Für Michael Wagner, der seit Jahren auch eine Gastprofessur an der Uni Aalborg in Dänemark hat, nicht nachvollziehbar. Diesen Öffnungsschritt jetzt, finde ich, kommt ein paar Wochen zu früh. Und zwar nicht wegen den Erwachsenen, sondern wegen den Kindern unter 12 Jahren. Weil es heißt natürlich, man lässt die Infektion in gewissem Maß bei den unter 12-Jährigen, sagen wir mal, zumindest mal anlaufen in größerem Umfang und möglicherweise durchlaufen und man könnte sie ja schützen. Und da fände ich es auch besser, wenn man das noch ein wenig später täte. Auch Kinder können schwer erkranken, Long-Covid bekommen oder Erwachsene anstecken. Und die Infektionen steigen wieder. Trotzdem ist für den Bundeskanzler die Pandemie für Geimpfte vorbei. Und was sagt dazu der für Gesundheit verantwortliche Minister? Wolfgang Mückstein begrüße ich jetzt live im Studio. Guten Abend und danke fürs Kommen. Guten Abend, Frau Schnabel. Seit gestern, Herr Minister, kennen wir den groben Corona-Plan des Bundeskanzlers. Nur Ihren konkreten Plan, den kennen wir leider noch immer nicht. Was dauert das so lange? Worauf warten Sie? Wir haben uns über den Sommer gut vorbereitet. Wir haben über den Sommer nicht wissen können, wo die Impfquote schlussendlich landen wird. Wir haben jetzt knapp 60%, das ist nicht zufriedenstellend. Da müssen wir noch ordentlich Gas geben. Ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, wo wir sehen, dass die Intensivstationen sich langsam füllen. Wir werden nächste Woche die ersten Länder haben, die dann im Schnitt 10% ICU-Auslastung, also Intensivstationen,
belegt haben. Wir haben die Schulen geöffnet diesen Montag. Das bedeutet, wir brauchen jetzt ein sicheres Setting, um zu verhindern, dass die Kapazitäten noch mehr belastet werden in den Spitälern. Aber das sind ja alles Gründe, die Sie aufzählen, wo man sich als Bürgerin, als Bürger fragt, warum gibt es da nicht schon früher Maßnahmen, beziehungsweise warum stellen Sie sich nicht gemeinsam mit dem Bundeskanzler hin, vielleicht schon vor einer Woche zum Ferienende und sagen ganz klar, was Sache ist? Ich glaube, wir haben im Juli, wo wir eine Situation gehabt haben, die sehr gut war, wo wir eine 7-Tages-Inzidenz gehabt haben von unter 10 Maßnahmen belassen. Wir haben den grünen Pass behalten, wir haben das Contact Tracing weitergeführt, wir haben die Nachtgastronomie sicherer gemacht, wir haben auch bei Reiserückkehrern aus Ländern, die eine besonders hohe Inzidenz haben, eine PCR-Testung belassen. Ich glaube, wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben jetzt seit einigen Wochen steigende Zahlen. Es ist jetzt der Zeitpunkt erreicht, wo wir reagieren müssen. Der Plan, den haben wir ausgearbeitet vom Gesundheitsministerium, der liegt der Bundesregierung vor. Der wird morgen mit den Landeshauptleuten besprochen und dann kommuniziert. Also Sie warten auf die morgige Sitzung. Der Bundeskanzler hat das aber nicht getan und auch die SPÖ-Landeshauptleute damit verprellt. Ist das geschickt? Also ich glaube, die Bundesländer sind ganz wesentliche Partner für uns. Nicht nur, dass sie die Impfungen und die Testungen durchführen, sondern sie zeichnen ja auch verantwortlich für alle Maßnahmen. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe von Bereichen, Kunst, Kultur, Tourismus, die Wirtschaft am Ende, die hier in die Gespräche mit einbezogen werden müssen. Das muss auf breiter Basis getragen werden, sonst macht das keinen Sinn. Wir haben die Gespräche geführt, der Plan liegt vor und wir werden morgen gemeinsam kommunizieren. Und wir wollen jetzt aber endlich wissen, was die konkreten Maßnahmen sind. Laut Vizekanzler Kogler sind die auch im Wesentlichen fertig. Daher ganz konkret, sollen die Tests künftig kürzer gelten, also gültig sein, und kommt ein Mund-Nasen-Schutz bzw. eine FFP2-Pflicht in Innenräumen und wann? Ich habe schon auch in Interviews gesagt, was ich mir vorstelle, was ich vorgeschlagen habe. Das ist eine Ausweitung der Maskenpflicht. Das ist ein einfaches und effektives Mittel, um das Infektionsgeschehen zu beschränken. Ich frage dazwischen, Herr Minister, Mundschutz oder FFP2-Maske? Wir führen die Endgespräche jetzt mit den Bundesländern. Ich glaube, das ist wichtig und das gehört sich auch, dass wir gemeinsam das besprechen und entscheiden und auch kommunizieren. Die Pläne sind fertig, die liegen vor. Da würde ich Sie bitte auf morgen noch vertrösten. Das verstehe ich, aber als Gesundheitsminister, wäre es dann nicht sinnvoll, das so bald wie möglich einzuführen? Haben Sie einen Zeithorizont für uns, ein Datum? Genau, es gibt Maßnahmen, die müssen sofort gemacht werden. Wir wissen, dass 10% ICU-Auslastung dazu führt, dass wieder angefangen werden muss, Operationen zu verschieben. Das beginnt jetzt langsam. Und es muss einen Stufenplan geben hin zu 33%, wo wir wissen, dass eine systemkritische Grenze erreicht wird. Und genau dieser Plan ist ausgearbeitet worden, der liegt vor. Die Bundesregierung hat ihn besprochen, die Länder sind integriert und morgen wieder kommuniziert werden. Gut, sofort könnte nächste Woche sein. Sofort ist schnell die ersten Maßnahmen. Und ich glaube, wir haben gesehen, das sieht man auch an den Inzidenzen, die auch in dem Beitrag gezeigt worden sind. Wir haben gerade bei den Jungen 10-mal so viel Positivtestungen bei den Ungeimpften. Wir wissen gleichzeitig, dass die Impfung sehr gut schützt. Auch im Beitrag ist gesagt worden, und das ist auch die Auffassung der Experten, wenn geimpft wird, dann schützt das vor schwerem Verlauf. Und das ist das Wesentliche. Wir müssen jetzt die Impfquote erhöhen. Die Menschen, die bereits geimpft sind, das sind Menschen, die man durch Werbemaßnahmen mit Plakaten, mit Fernsehspots vielleicht leicht erreichen kann. Jetzt geht es um die Menschen, die eher durch ein persönliches Gespräch zu überzeugen sind. Da bin ich froh, dass die Ärzteschaft hier bereit ist, jetzt auch verstärkt aufzuklären in den Ordinationen. Also ich glaube, das wird ein wesentlicher Weg sein, die Impfaufklärung, warum das so wichtig ist, und das Impfangebot. Gut, Sie wollen aufklären, aber eine Grundsatzfrage hat der Bundeskanzler gestern schon beantwortet, dass es künftig keinen Lockdown für alle, also auch die Geimpften, geben soll, sondern nur für Ungeimpfte. Jetzt ist das ein bisschen irreführend, wenn Lockdown heißt ja Ausgehverbote. Es gibt natürlich Ausnahmen. Also ich nehme an, es sind die Zutrittsbeschränkungen gemeint. Im Klartext, Ungeimpfte sollen künftig keinen Zutritt mehr haben. Sie haben schon genannt die Nachtgastronomie. Was ist mit Großveranstaltungen wie Konzerne, aber auch Sport, Fußball, Spiele und vor allem auch die Gastronomie? Ist das ein Stufenplan, den Sie andenken?
Wir wissen, dass wir Ungeschützte, nämlich Nicht-Geimpfte, schützen müssen, weil die tragen derzeit das Infektionsgeschehen. Wir erwarten eine Welle der Ungeimpften. Aber die könnten sich ja schützen, Herr Minister, das verstehe ich nicht. Ungeimpfte, außer sie haben medizinische Gründe und können sich nicht impfen lassen, können sich ja durch eine Impfung schützen. Wir haben ein breites Impfangebot. Ich möchte mich da bei den Bundesländern bedanken, die durchaus kreative Möglichkeiten geschaffen haben, das Impfen ohne Termin, Impfen im Stephansdom, Impfen am Boot. Ich glaube, wir haben ein breites Angebot gemacht. Wir haben auch versucht, gut zu kommunizieren und zu erklären, warum das so wichtig ist. Jetzt geht es darum, wir sitzen alle im gleichen Boot, die Schulen sperren wieder auf. Wir haben einen saisonalen Effekt, der jetzt zunehmend ins Treffen geführt werden muss. Das heißt, auch deswegen werden die Infektionszahlen steigen. Und wir müssen Bereiche, die besonders gefährlich sind, das wissen wir seit eineinhalb Jahren, seit der Pandemie, das sind Orte, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, wo sie vielleicht noch singen oder tanzen. Das habe ich bereits genannt, die Nachtgastronomie. Es gibt in diesem Setting mehrere Orte. Sie haben auch die Veranstaltungen genannt. Genau. Gastronomie, also ins Restaurant, Wirtshaus? Das wird ein Stufenplan sein müssen. Genau der liegt vor, den werden wir kommunizieren. Wir müssen Ungeimpfte schützen, das ist wichtig. Und es macht keinen Sinn, dass wir Geimpfte den Zutritt zu irgendwelchen Veranstaltungen oder der Gastronomie verwehren, weil die tragen nicht das Infektionsgeschehen. Aber ab wann? Also wenn Sie sagen Stufenplan, nehmen wir die Gastronomie. Die neue Messlatte ist sich nicht nur mehr an den Infektionszahlen oder hauptsächlich also den Inzidenzen zu orientieren, sondern der Belegzahl der Intensivstationen. Wir haben diese 33%, das ist die kritische Marke. Wenn die erreicht ist, dann könnte zukünftig es so sein, dass Ungeimpfte nicht mehr ins Wirtshaus dürfen. Das ist ein Stufenplan. Sie haben vollkommen recht. Es gibt jetzt das Erreichen der 10%, wo eigentlich die Alarmglocken schon schrillen müssen, weil begonnen werden muss, Operationen zu verschieben. Dann gibt es 15-20%. Und wenn die Prognose ist, dass wir einen Schwellenwert überschreiten, dann werden wir Settings definieren oder liegen an sich vor. Ich möchte hier aus Respekt auch vor den Bundesländern nicht etwas am Vortag und Vorabend über die Medien ausrichten, was morgen besprochen werden soll, wo wir Ungeschützte, und das sind die Nicht-Geimpften, schützen müssen. Aber wenn Sie die 33% nennen, wenn wir die erreichen, dann ist es ja schon zu spät, weil dann müssen ja nicht nur Operationen verschoben werden, sondern dann stellt sich die Frage, gibt es dann noch für die Geimpften, die vielleicht einen Autounfall oder einen Herzinfarkt haben, ein Intensivbett? Also ich habe jetzt von einer Prognose vom Erreichen einer Inzidenzauslastung, also einer Intensivauslastung gesprochen. Wir wissen, wir haben jetzt 10%, wir haben Prognosen, die 3-4 Wochen recht valide in die Zukunft gehen. Und darüber hinaus müssen wir abwarten, wie viele Menschen wir noch zum Impfen bringen, weil das ist der einzige Hebel, der dazu führen kann, dass wir Maßnahmen eben nicht brauchen. Gut. Nur mehr künftig Geimpfte, auch in Restaurants, in die Gastronomie, darüber denken Sie nach. Der Bundeskanzler hat gestern aber auch gesagt, das soll für Genesene gelten. Da waren Sie nicht so klar in den letzten Tagen. Was ist da künftig geplant? Also bei den Genesenen, das ist eine sehr inhomogene Gruppe, das muss man sagen. Wir werden hier eine gute Lösung finden, da bin ich überzeugt. Wir wissen, dass Genesene 6 Monate nach der Genesung einen sicheren Infektionsschutz haben und insofern sicherlich Geimpften einen ähnlich guten Infektionsschutz haben. Wir werden eine gute Lösung für die Genesenen finden. Was heißt das? Sie brauchen eine Impfung, beziehungsweise würde künftig nur ein Antikörpertest ab einer bestimmten Anzahl reichen? Die Antikörpertests haben wir im Juni gemacht, weil wir im Juni noch nicht jedem sicher eine Impfung haben anbieten können. Aber die Antikörpertests werden auch von Experten sehr in Frage gezogen. Wie hoch muss der Spiegel sein, dass ich einen sicheren Infektionsschutz habe? Das bedeutet, wir haben einen Zeitraum 6 Monate nach der Genesung, wo wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausgehen können davon, dass ein Infektionsschutz gegeben ist, und dann muss einmal geimpft werden. Also eine Impfung. Mit dem Rausimpfen, Herr Gesundheitsminister, klappt das nicht so wie geplant. Der Simulationsexperte Niki Popper hat gesagt, in den nächsten Wochen müssten 1 Million Menschen geimpft werden, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Wie können Sie das schaffen? Und die wichtige Frage eigentlich, wir haben alle ein Déjà-vu und das trotz Impfung. Wer hat denn da im Sommer geschlafen, beziehungsweise die Impfkampagne, das Rote Kreuz sagt es, verschlafen? Ich glaube, wir haben die Bundesländer, die grundsätzlich für die Impfungen zuständig waren. Das war auch der Wunsch der Bundesländer. Und es hat sehr kreative Angebote gegeben. Wir haben 60% erreicht. Das ist zu wenig, das ist richtig. Aber es ist viel gemacht worden. Es sind viele kreative Impfangebote gemacht worden. Sie haben auch im Beitrag vorher erwähnt, wo die Probleme liegen. Wir haben politische Parteien in Österreich, die sagen, die Impfung wirkt in Wirklichkeit nicht, das in Zweifel ziehen, den Leuten eher raten, nicht hinzugehen. Soziale Medien, wir haben Fernsehsender. Es ist schwierig,
oft für Leute, sich gut zu orientieren. Und deswegen setze ich auch, und das habe ich auch in meiner Ordination gemacht, auf Aufklärung. Ja. Wir müssen den Menschen auch sagen, was Long-Covid ist, erklären, wie unangenehm das sein kann. Das betrifft vielleicht weniger, aber auch Kinder. Das bedeutet, Aufklärung ist, glaube ich, der Schlüssel. Wir wollen die Schulen offen halten. Es geht um den Tourismus, es geht um die Wirtschaft, es geht um Kunst und Kultur. Und wir sitzen hier alle im gleichen Boot, weil auch ein doppelt Geimpfter, der ein Intensivbett braucht für eine geplante Operation oder vielleicht auch eine ungeplante, wenn ein Unfall passiert ist, ist abhängig von der Verfügbarkeit. Für den ist die Pandemie da nicht dabei. Sie sagen Aufklärung, keine allgemeine Impfpflicht. Aber jetzt haben wir natürlich Schutzlose, vor allem die unter 12-jährigen Kinder. Die sind einer Fürsorgepflicht unterworfen, der Pädagoginnen im Kindergarten, in der Volksschule oder auch darüber. Und man hält es kaum für denkbar, es gibt wieder Cluster in Pflegeheimen. Denken Sie bundeseinheitlich hier über eine Impfpflicht in gewissen Bereichen nach? Ich bin dafür, dass in Alters- und Pflegeheimen nur geimpfte Menschen arbeiten. Wir haben die ersten Bundesländer, die eine Impfpflicht machen für Care-Workers, also für Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, beim Eintritt. Das ist ganz wesentlich. Das gilt genauso für... Für Neuangestellte, aber die Frage ist für alle. Und nicht nur, ob Sie das wollen, sondern wollen Sie das auch verordnen? Die Fürsorgepflicht trifft grundsätzlich den Arbeitgeber, der ist verantwortlich nicht nur im Spitalsetting für die Patienten, sondern auch für die Mitarbeiter. Und auch da geht es wieder ums Überzeugen. Wie überzeugen Sie eine Pflegekraft davon, sich impfen zu lassen? Das geht am besten in dem Haus, in dem Setting, in dem man miteinander spricht. Deswegen ist es auch wichtig, es fangen jetzt Ärzte an, verstärkt aufzuklären in der Ordination. Wir haben genaue Karten, wo wie viel geimpft wird in Österreich. Wir haben Bezirke und Gemeinden, wo die Bürgermeister, da kann man auch einmal ein großes Danke sagen, sehr kreative Ideen gemacht haben. Dort schnellen die Impfraten rauf. Das heißt, es geht da. Wir haben nicht mehr eine Maßnahme, wo wir eine Werbung machen, wo wir einen Spot drehen oder ein Plakat machen. Die Leute haben wir, glaube ich, bereits überzeugt. Das kann man zusätzlich machen. Es ist mir nichts zu schade, sozusagen, das zu machen. Aber wichtig ist hier die Aufklärung. Das war in dem Beitrag auch drinnen. Und ein niederschwelliges Impfangebot. Gut, dann sage ich danke, Herr Minister. Danke. Ja, und gefordert ist Wolfgang Mückstein auch als Sozialminister, geht es doch um eine Arbeitsmarktreform. Und wie weit Türkis und Grün hier auseinanderliegen, wenn es um arbeitslose Menschen geht, das haben wir bereits gehört. Aber das ist bei Weitem nicht die einzige Herausforderung, vor der die Regierung in den nächsten Herbstwochen steht. Da wäre noch die versprochene ökosoziale Steuerreform, die künftig den Alltag von jedem von uns betrifft. Um wie viel soll klimaschädliches Verhalten teurer werden? Und wie viel Geld, also Steuererleichterungen, soll es dafür im Gegenzug geben? Stefan Dauberer und Julia Ortner analysieren das nicht nur für die Regierung fordernde Herbstprogramm. Liebe, Friede, Heiterkeit. Für den Erhalt der Natur gegen neue Straßenprojekte. Die jungen Aktivistinnen und Aktivisten haben hier im 22. Wiener Gemeindebezirk ihre Zelte aufgestellt. Sie protestieren nebenan auf der Baustelle für einen Baustopp der Stadtstraße S-Bahn. Außerdem wollen sie die Absage der Lobau-Autobahn. Große Pläne brauchen eine straffe Camp-Organisation. Also generell würde ich das so richtig chillig einrichten. Das ist so ein richtig geiler Coworking-Space. Hinter dem Camp stehen mehrere Klimaschutzorganisationen. Man arbeitet mit Anrainerinitiativen zusammen, hält Workshops ab und lädt zum Austausch ein. Die Parteipolitik ist hier weit weg. Hat sie bisher etwas aus der Corona-Krise für die Klimakrise gelernt? Wenn man sich anschaut, dass eine CO2-Bepreisung für 2022 geplant ist und es liegt jetzt 3 bis 4 Monate vorher noch kein Plan vor und wir haben auch kein Klimaschutzgesetz, das 2020 ausgelaufen ist, dann muss man befürchten, dass sie noch nicht viel gelernt haben. 100 Euro pro Tonne CO2 fordern Klimaschützerinnen wie Sie. Hohe Erwartungen prägen die Debatte rund um die ökosoziale Steuerreform. Die Leiterin des gewerkschaftsnahen Momentum-Instituts rechnet vor. Bei 50 Euro CO2-Steuer die Tonne würde der Benzinpreis um 13 Cent steigen, bei 100 Euro die Tonne um 26 Cent, bei 150 Euro um 39 Cent. Tatsächlich diskutieren wir nicht einmal die 50 Euro, sondern noch weniger, nur 30 Euro. Das heißt, hier hätten wir vielleicht eine Spritpreiserhöhung von 8 Cent, 7 Cent, 6 Cent. Das hätte einfach gar keine Auswirkung auf die Benzin- und Dieselnachfrage. So ehrlich müssen wir sein. Der Vorstand des Wiener Flughafens, Günter Ofner, warnt schon einmal vorsorglich. Der Flughafen investiert zwar viel in Photovoltaikanlagen, hohe CO2-Steuern sieht Ofner. Er war 2017 Teil des türkisen Verhandlungsteams, aber kritisch. Es ist wie beim Medikament.
Wenn Sie eine zu hohe Dosis geben, steigt natürlich die Gefahr negativer Nebenwirkungen exponentiell. Wenn man eine zu niedrige Dosis macht, ist die Gefahr, dass es gar nichts nützt. Ja, aber dann kann ich ja nachjustieren. Das ist ja noch kein Schaden entstanden, wenn ich nachjustiere. Für wenn die ich Umwelt aber, vielleicht schon? Da glaube ich, muss man die Kirche im Dorf lassen. So richtig und wichtig es ist, dass wir in Vorleistung treten, so klar ist auch, dass egal, was Österreich oder Europa machen, dass das Klima insgesamt nicht rettet. Am Parteitag Ende August türkiser Jubel rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz. Doch zu Beginn des politischen Herbstes schlägt sich seine Regierung wieder mit Konfliktfeldern herum. Von der Afghanistan-Frage bis hin zur Debatte um eine Arbeitsmarktreform. Es ist die in Verhandlung befindliche ökosoziale Steuerreform mit CO2-Bepreisung, die Türkis und Grün über alle Schwierigkeiten hinweg bisher zusammenhält. Das Klimathema wird die Zukunft der Grünen und der Koalition mitbestimmen. Davon ist auch der Politikberater überzeugt. Wenn man das nicht liefern kann, dann bleibt inhaltlich wirklich wenig. Dann bleibt nur mehr das Ursprungsargument von Werner Kogler, der gesagt hat, Hauptsache die FPÖ sitzt nicht in der Regierung, sondern wir. Im ORF-Sommergespräch Montagabend skizziert Kanzler Sebastian Kurz seine Vorstellung von der ökosozialen Steuerreform. Wir werden gleichzeitig die Steuerlast in Summe massiv senken. Das ist auch ein Versprechen, das ich abgeben möchte. Denn neben dem Klimawandel und neben der Pandemie gibt es auch die Herausforderung der Inflation. Das Leben wird gerade teurer. Und daher ist mir wichtig, dass wir für kleine und mittlere Einkommen die Steuerlast weiter senken, dass wir den Familienbonus erhöhen, um Familien weiter zu unterstützen. Und wir werden bei den Pensionen nicht nur die Inflation abgelten, sondern bei kleinen Pensionen auch noch darüber hinausgehen. Der Chef der wirtschaftsliberalen Agenda Austria fordert eine grundlegendere Änderung. Die Abschaffung der kalten Progression. Nämlich, dass Lohn- und Einkommensteuern automatisch wegen der Inflation steigen. Ja, die kalte Progression sollte ja schon längst abgeschafft worden sein. Sie ist es nicht, weil es für den Staat ein super Geschäft ist. Sie ist eine heimliche Steuererhöhung für die Bürger, die dem Staat sehr viel Geld bringt. Und wenn man sie nicht abschafft, dann kann man eigentlich nicht von einer Steuerreform sprechen. Das Verhandlungsergebnis zur ökosozialen Steuerreform präsentiert die Regierung in wenigen Wochen. Kann es mehr als nur Symbolpolitik sein? Auf das werden die Grünen wohl hoffen, und das hat man schon gesehen bei der ganzen Auseinandersetzung rund um den Straßenbau, dass man wohl darauf hofft, dass einige Wirtschaftszweige sehr deutlichen Protest anmelden werden. Das ist ja im Umkehrschluss durchaus auch dann ein Signal, ob der Preis jetzt wehtut oder nicht. Der Flughafenchef fürchtet sich nicht. Fühlen Sie sich als Wirtschaft gut genug vertreten von der ÖVP? Ja, wir fühlen uns gut gehört. Das heißt nicht, dass wir mit jeder Entscheidung einverstanden sind, aber ich glaube, man nimmt die Argumente ernst. Und es geht ja nicht nur um unsere Wettbewerbsfähigkeit, sondern es geht vor allem auch um den Erhalt vieler, vieler Tausender Arbeitsplätze. Wie kann eine CO2-Bepreisung sozial gerecht abgefangen werden? Diese Fragen beschäftigen derzeit nicht nur die Klimaschutzorganisationen, sondern auch die Politik. Denn Schlechtverdienende sind tendenziell stärker von so einer Steuer betroffen. Ja, deshalb plädieren wir für diese Rückerstattung an die Bürger über einen Pauschalbetrag, wo auch ein sozialer Ausgleich dann stattfindet. Ganz wird man es wahrscheinlich nie hinkriegen. Und natürlich ist auch der Sinn einer CO2-Abgabe schon, dass jemand, der mehr CO2 ausstoßt, mehr bezahlt als jemand, der weniger CO2 ausstoßt. Also, dass man hier klar macht, dass das Verhalten auch sich ändern muss. Der Pendler aus dem Mittelburgenland kann sich den Zug halt nicht selber hinbauen. Der kann sich auch die Busverbindung nicht selber hinbauen. Das ist eine Frage, wo ich klar sagen muss, da ist die Politik in der Verantwortung. Und das ist vielleicht auch meine größte Sorge bei der Einführung der CO2-Steuer. Dass wir uns da ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, so Klimapolitik abgehakt, erledigt. Gleichzeitig aber die großen Fragen, die politischen Fragen, die verkehrspolitischen Fragen unbeantwortet geblieben sind. Die jungen Leute im Camp am Rande der Stadt wollen hier noch weiter protestieren. Jetzt einmal bis kommenden Freitag. Man beobachtet, ob die Politik auch bei der Steuerreform auf die Forderungen der Klimaschutzorganisationen eingehen will oder eben nicht. Was wird es denn geben? Wird es dann Schulstreiks geben? Wird es dann Demonstrationen geben? Ja, also wir von Fridays planen weiterhin auf der Straße zu sein. Es ist auch am 24. September ist der nächste weltweite Klimastreik. Da erwarten wir wieder tausende Menschen auf der Straße. Für die schwierige Einigung bei der CO2-Steuer hat die Regierung nur noch wenige Wochen.
Die hohen Erwartungen aller Seiten begleiten sie dabei. Und noch etwas begleitet die Regierung die nächsten Wochen. Diverse Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Amtierende sowie ehemalige Regierungspolitiker. Und somit die Frage, welches Verfahren im Ibiza-Komplex landet nach dem erstinstanzlichen Urteil gegen Heinz-Christian Strache als nächstes vor Gericht? Und welche Folgen hat das Urteil gegen den ehemaligen FPÖ-Vizekanzler insgesamt auf die Politik, Wahlkämpfe und insbesondere Parteispenden? Martin Pusch und Alexander Sattmann auf der Suche nach Antworten. Damit hat er nicht gerechnet. Der frühere Vizekanzler Heinz-Christian Strache verurteilt wegen Bestechlichkeit. 15 Monate bedingte Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig und geht in die nächste Instanz. Mehr als 800 Tage nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos. Es ist sicher wegweisend. Und es ist sicher nicht auszuschließen, dass jetzt bei manchen Personen vielleicht etwas Unruhe eintritt, beziehungsweise auch allfällig unruhige Nächte ins Haus stehen. Letztendlich gibt es diese Gesetzeslage aber doch schon einige Jahre. Die Richterin ist überzeugt, Strache hat sich nach einer Spende an die FPÖ für den Spender und die Finanzierung von dessen Privatklinik engagiert. Konkret soll er einen Initiativantrag im Parlament für eine Gesetzesänderung initiiert haben. Dass die FPÖ damals noch in Opposition war und solche Anträge üblicherweise chancenlos sind, spielt für die Richterin keine Rolle. Es ist das allererste Mal, dass ein Oppositionspolitiker wegen einem Initiativantrag, der de facto keine rechtliche Wirkung hat, erstinstanzlich verurteilt wurde. Und hier wird man dann die Begründung ansehen müssen. Man muss sich dann auch anschauen, was das Oberlandesgericht dazu sagt. Aber Sie gehen auf jeden Fall in Berufung? Ja. Egal, was in dieser Begründung steht? Ja. Warum sind Sie sich da so sicher? Weil es ein Thema ist, das es bis dato nicht gegeben hat und man wird sich hier die Rechtssicherheit auch im Rahmen des Instanzenweges holen müssen. Martin Kreutner ist Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens, das sich unter anderem für die Stärkung der Justiz einsetzt. Er erwartet sich von dem Urteil Signalwirkung für mögliche weitere Verfahren rund um die Ibiza-Affäre. Also um ähnlich gelagerte Fälle bei Parteispenden und Postenbesetzungen. Letztendlich ist es sicher auch insofern richtungsweisend, als damit ja auch gezeigt wird, dass ähnliche Sachverhalte, zumindest wie man das so aus der jetzigen Sicht beurteilen kann, eine 50-50 Wahrscheinlichkeit haben, letztendlich auch zu ähnlichen Verurteilungen zu führen. Und das ist schon auch ein Fingerzeig wieder oder ein Hinweis, was die Anklagebehörden betrifft. Ex-ÖVP-Finanzminister und Ex-Unica-Vorstand Hartwig Löger wird bald Bescheid wissen, ob auch gegen ihn Anklage erhoben wird. Er soll Manager der für Privatkliniken zuständigen Unica-Tochter zu einer Spende an die ÖVP ermuntert haben. Dabei ermittelt die Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Beihilfe zur Untreue. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es keine Korruptionsvorwürfe gegen Hartwig Löger geben kann. Die Frage der Untreue, die wird hier behandelt und auch hier glaube ich, wurde im Verfahren von Hartwig Löger klargestellt, dass er keine Ermutigungen abgegeben hat, Spenden zu leisten. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind abgeschlossen. Nun liegt der Fall beim Weisungsrat im Justizministerium. Der muss entscheiden, wie es weitergeht. Hier gehe ich davon aus, dass die zuständigen Personen bis hin zum Weisungsrat auch aufgrund des jetzigen Urteils wissen, was sie zu tun haben. Und ich gehe davon aus, Sie werden das auch entsprechend tiefgründig rechtlich beurteilen. Das heißt, es würde Sie nicht überraschen, sollte es auch in diesem Fall zu einer Anklage kommen? Ganz ehrlich gesagt, es würde mich überraschen, wenn es umgekehrt wäre. Ermittelt wird auch gegen den früheren FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer. Er hat den Unternehmer Siegfried Stieglitz in den Asfinag-Aufsichtsrat berufen. Stieglitz, ein Freund von Heinz-Christian Strache, hat vor und nach der Bestellung insgesamt 20.000 Euro an einen FPÖ-nahen Verein gespendet. Hofer, heute dritter Nationalratspräsident, sagte im Verfahren aus, nichts von dem Verein und von der Spende gewusst zu haben. Eduard Strauß war Verfahrensrichter im Untersuchungsausschuss über die Vorgänge im Verfassungsschutz. Er glaubt, dass künftig jeder Unternehmer genau überlegen wird, ob er noch Geld an eine Partei überweisen will. Man kann natürlich auch meinen, dass man diese Spenden überhaupt aufhört oder nicht verbietet, aber einfach nicht mehr tut, weil
die Verbindung zwischen der Spende und dem, was der Spender sich eigentlich erhofft, ist ja sehr naheliegend. Es ist die reine Spende aus Sympathie für die Gedankenwelt, für die Weltanschauung, kann sein, aber es liegt doch irgendwie nahe, dass der Spender auch etwas dafür haben will. Für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist das erste Urteil in der Ibiza-Affäre ein Erfolg. Ob es die politischen Turbulenzen beendet, ist allerdings fraglich. Vor allem von der ÖVP gibt es seit Monaten heftige Kritik. Sogar über einen Umbau der Korruptionsbehörde wird spekuliert. Es hat sie einerseits in eine bessere Situation gebracht, weil das jetzt unter anderem also ein klarer Hinweis auch darauf war, dass die Arbeit und damit aber auch das Vorbringen der Anklage sehr fundiert offensichtlich passiert ist. Auf der anderen Seite haben wir leider Gottes das Phänomen, und ich habe gerade heute wieder was am Tisch bekommen aus einem asiatischen Staat, sehr angesehener Staat, wo eine Antikorruptionsdienststelle offensichtlich zu erfolgreich geworden ist und man hat sie jetzt zerschlagen. Besteht diese Gefahr in Österreich? Die Gefahr besteht weltweit, leider. Bei uns? Ich würde Österreich nicht ausschließen. Kanzler Kurz redet lieber mit einem Richter als mit dem Staatsanwalt. Seine Einvernahme wegen Verdachts der falschen Zeugenaussage im U-Ausschuss dürfte unmittelbar bevorstehen. Bei der Kurzbefragung geht es darum, wie stark er in die Bestellung von Thomas Schmidt zum ÖBAG-Chef involviert war. Sicher hat dieser Untersuchungsausschuss Folgen in allen Richtungen. Also er hat sich ausgezahlt aus Ihrer Sicht? Auf jeden Fall. Nein. Die parlamentarische Kontrolle muss arbeiten und diese Untersuchungsausschüsse sind wichtig und wesentlich und selbstverständlich kein hinausgeschmissenes Geld. Nein. Spätestens seit dem Ibiza-Video wissen wir alle, wie kurzlebig Regierungen sein können. Kein Vergleich aber zu unseren italienischen Nachbarn. Dort stehen im Herbst wichtige Testwahlen an. Und so gesehen ist Italien quasi ein Experimentierfeld. Unsere Korrespondentin Cornelia Wospanik hat sich für uns angesehen, wie lange und wie nachhaltig können Politsterne im wahrsten Sinne des Wortes regieren. Die Rede ist von der Fünf-Sterne-Bewegung, die vor 3 Jahren bei den Parlamentswahlen mit 33% die stärkste Einzelpartei wurde und nach wie vor mitregiert. Nicht nur auf nationaler Ebene. In Rom und in Turin stellen die Fünf-Sterne die Bürgermeisterinnen. Lo facciamo solo noi, di salire sopra il tetto. Das machen nur wir, auf Dächer zu steigen, heißt es in einer der Hymnen, die die Fünf-Sterne-Bewegung in ihrer Geschichte schon gesehen hat. Die neue Politik, für die man steht, wird hier besungen. In Rom und Turin sind 2 Frauen angetreten, die zu machen. Die Bilanz ist durchmischt. Ich frage mich jeden Abend, was ich hätte besser machen können. Es geht immer noch besser. Chiara Appendino tritt in Turin nicht noch einmal an. Sie wird zum 2. Mal Mutter. In Rom aber will es Virginia Raggi im Oktober noch einmal wissen. Es ist eine große Ehre, dieser Stadt zu dienen, aber sicher auch sehr komplex. Die Städte könnten kaum unterschiedlicher sein. An einem erschließt es sich sofort. Und mit freiem Auge. Roms chronisches Müllproblem hat auch Virginia Raggi nicht in den Griff bekommen. Immer wieder neu verhandeln, welche Region den Müll wohl abnimmt. Gleichzeitig aber ist die Fünf-Sterne-Bewegung gegen Müllverbrennungsanlagen. Lo facciamo solo noi, di difendere l'ambiente. Oder doch nicht? In Turin zeigt man uns eine, die auch im Sinne der Hymne sein könnte. Nur wir schützen die Umwelt. Letzter Stand der Technologie ist hier zu sehen, statt Müllbergen. Und auch die Mülleimer sind in Turin geradezu Hightech. Die Container werden mit der Karte geöffnet, die registriert, wie viel man wo eingeworfen hat. Chiara Appendino hat eine Stadt übernommen, die schon vor ihrer Zeit gut dastand.
Bei der Umwelt, der nachhaltigen Mobilität, der Mülltrennung haben wir die Wende geschafft. Wir haben die Politik gedreht. Natürlich hat man nicht immer breite Unterstützung, wenn es darum geht, Gewohnheiten zu ändern. Ich habe nicht alle Probleme gelöst, aber ich hinterlasse ein bedeutendes Erbe. Virginia Raggi hat es in Rom zugegebenermaßen weit schwerer. Sie hat eine Reihe an Problemen geerbt, nicht nur den Müll. Wir haben in Rom sozusagen ein Auto wieder zum Fahren gebracht, das völlig zum Stillstand gekommen ist. Zuallererst mussten wir das Budget sanieren, die Bücher in Ordnung bringen, Schulden begleichen. Wir mussten die Legalität in die Verwaltung und die Ausschreibungsprozesse zurückbringen. All das hat sich bezahlt gemacht. Standard & Poor's hat den Ausblick Roms von negativ auf stabil geändert. Die Dienstleistungen sind besser geworden. Umstritten sind sie heute beide in der Bevölkerung. Den 5 Sternen fehlte vieles: Politikerfahrung, klare Ausrichtung, schnelle Entscheidungsfähigkeit. Man ist über weite Strecken mit sich selbst beschäftigt. Die üblichen Wachstumsschmerzen, sagt einer, der Bewegungen studiert. Die 5-Sterne-Bewegung ist geradezu wissenschaftlich genau dem gefolgt, was geschieht, wenn sich Bewegungen zu Parteien wandeln. Es ist ein Prozess, der zwangsläufig geschieht. Eine Bewegung ist wie ein Sandhaufen unterschiedlichster Körner, aber mit der Zeit verfestigt sich der Sand zu einem Ziegel, zu einer Partei. Wer spricht in der Bewegung, wer entscheidet und wofür oder wogegen? Giuseppe Conte kann von der Erfahrung ein Lied singen. Der Parteilose wurde als Premier geholt. Er regierte mit rechts, dann mit links, dann gar nicht mehr. Heute ist Conte Parteichef der 5 Sterne. Leicht war es nicht, das zu werden. Er forderte ein neues Statut mit Entscheidungsgewalt. Das Mastermind der Bewegung, Beppe Grillo, fühlte sich übergangen und blockte seinen Protest. Contes Antwort war auch nicht ohne. Es liegt an ihm zu entscheiden, ob er ein großzügiger Vater sein will, der sein Kind in Autonomie wachsen lässt, oder ein Autoritärer, der ihm die Emanzipation verwehrt. Conte setzte sich schließlich durch und bekam sein Statut. Die von ihm geführte Bewegung bekennt sich zu Europa, zur ökosozialen Marktwirtschaft, zum umstrittenen Vorzeigeprojekt der Bewegung, dem Mindesteinkommen. Für Roms Bürgermeisterin heißt das nicht unbedingt, dass man sich links positioniere. Sind unsere Ideen links oder rechts? Sie sind richtig. Wie heikel die Frage nach der Zukunft in der Bewegung ist, erleben wir bei diesem Interview selbst. Irgendwann bricht es die Pressesprecherin ab, weil die Frage über die künftige ideologische Ausrichtung nicht vereinbart gewesen sei. Ich mache, was mein Stab mir sagt, sagt Raggi und verlässt den Raum. Davor hatte sie ohne Umschweife beantwortet, was sie von der Sozialdemokratie und einem möglichen Wahlpakt hält. Die Sozialdemokraten und ich sind auf recht unterschiedlichen Pfaden unterwegs, auch weil ein großer Teil des Desasters, das ich geerbt habe, auf deren Kappe geht. In Rom konnten sich die Sozialdemokraten, also der PD und die 5-Sterne-Bewegung, nicht auf eine gemeinsame Kandidatur einigen. In Turin tritt man gemeinsam mit den Grünen an. Aber die scheidende Bürgermeisterin dort sieht die Zukunft in einer Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten. Ich wollte hier eine Mitte-Links-Allianz, ein progressives Bündnis. Aber viele in meiner Partei wollten das nicht. Das ist normal. Wir entwickeln uns noch. Sich links zu positionieren, würde auch der Experte der 5-Sterne-Bewegung raten.
Das politische Zentrum ist übervoll, von rechts der Mitte ganz zu schweigen. Wir sind das einzige Land Europas mit zwei Rechtsparteien und einer Mitte-Rechtspartei. Links ist der einzig verfügbare Platz. Dort hat die Fünf-Sterne-Bewegung zudem das Glück, als möglichen Partner den BT vorzufinden, eine Sozialdemokratie, die kaum noch Elemente einer Linkspartei zeigt. Von der Bewegung zur neuen Linkspartei? Ihre rechten Wähler haben die Fünf Sterne ohnehin schon an die Lega von Matteo Salvini verloren. Nun liegt es an Giuseppe Conte, mit dem Rest aus der Bewegung eine Partei zu machen. Ein politisch herausfordernder Herbst, nicht nur bei uns. Und mit diesem Ausblick verabschieden wir uns für heute. Von uns allen her danke fürs Zusehen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis nächsten Dienstag. Kommen Sie gut und gesund durch die Woche.